Jolo Freunde, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite Battle Royale. Eine besondere Folge der Fortnite News, denn zack, Risky Wheels wurde entfernt, Leute. Risky Wheels wurde komplett entfernt. Ich fliege wirklich gerade drüber. Die Karte wurde noch nicht geupdatet, aber hier ist jetzt einfach eine riesige Fläche erschienen und ein Schild, wo The Block draufsteht. Und was das Ganze ist, was es damit auf sich hat, werde ich euch jetzt hier in diesem Video erzählen. Lasst mir also gerne jetzt schon mal einen Daumen nach oben da. Und ja, wenn euch das Ganze gefällt und ihr in Zukunft keine Fortnite News mehr verpassen wollt, dann lasst doch unbedingt noch ein Abo da. Einfach unten kostenlos auf Abonnieren klicken. Und ja, ihr seht schon, hier ist einfach eine riesige, große Fläche gespawnt. Quasi brandaktuell. Ich bin gerade in der Spielwiese. Das Ganze ist überall live, also auf jedem Server, auch in Solo, Duo, etc. Und ja, Risky Wheels wurde einfach platt gemacht. Das Ganze wurde gerade eben erst angekündigt, und zwar passend zu den Game Awards, die ja heute waren. Wer nicht weiß, was die Game Awards sind, das ist quasi so eine große Vergabe von Preisen für Spiele. Heißt also, da wurden ganz viele Spiele ausgezeichnet, Spiele des Jahres und sowas, und genau, da hat quasi Fortnite schon angekündigt gehabt, dass sie da etwas Großes veröffentlichen werden. Und dabei handelt es sich um The Block, diese neue Stadt hier quasi, kann man schon sagen, in Fortnite. Das ist eine riesige Fläche, die von der Community befüllt werden kann. Also das ist quasi jetzt hier eine Platzhalterstadt. Hier kommen nämlich eure Bauwerke hin. Man kann quasi jetzt im neuen Kreativmodus, das denke ich mal, haben alle mitbekommen, dass man da ja selber eigene Kreationen erschaffen kann, und man kann diese quasi jetzt sogar einsenden. Und Fortnite ermöglicht dann den Spielern, dass hier eure Kreation hinkommt, also dass hier ihre eigene Stadt in Fortnite vielleicht reinbringen könnte. Das heißt also, von irgendjemandem wird dann hier das gebaut, was er erschaffen hat, einfach hier in Fortnite reingesetzt. Heißt also, ihr könnt zum Beispiel ein Hochhaus bauen oder eine eigene kleine Stadt bauen, und die kommt dann einfach hier in Fortnite rein, also wirklich auf die, exakt auf die Live-Server, auf die echten Server, wo dann sie jeder auf der ganzen Welt spielen kann. Das heißt, Ninja und alle anderen großen Streamer und so spielen dann eure Stadt. Wie heftig wäre das denn bitte, wenn alle Leute einfach eure Stadt, wie stellt euch mir vor, so, ihr geht so in die Schule, sagt so, jo, übrigens, die neue Stadt in Fortnite, ja, die ist von mir, alle auf der Welt, die Millionen Spieler, alle, ich fliege da jeden Tag hin, die habe ich gebaut, wie heftig wäre das denn bitte? Und, das ist quasi die Idee hinter diesem ganzen Projekt, dass die Community Sachen erschaffen kann und, Fortnite quasi den Leuten ermöglicht, das Ganze hier in die Welt zu integrieren. Dafür wurde jetzt Risky Wheels platt gemacht. Ein bisschen schade, weil ich fand, Risky Wheels war eine echt coole Stadt, bin ich sehr, sehr gerne hingeflogen mit dem Squad. Hat immer Fun gemacht, hier zu landen, und war ein echt guter Startpunkt. Deswegen bin ich ein bisschen traurig darüber, dass sie dafür Risky weggenommen haben. Aber zum Glück sahen das die Fortnite-Entwickler anscheinend ähnlich, denn sie haben schon so ein bisschen, ja, angedeutet, dass sie auch Risky Wheels cool fanden und sich deshalb überlegen, ob sie das irgendwie nochmal in einer anderen Art und Weise oder vielleicht auch so ähnlich irgendwo anders auf die Map packen. Also kommt es ja vielleicht irgendwann nochmal hier auf die Karte, vielleicht hier oben ja hin, wo die Ruinen früher waren. Da hätte ich mir gerne noch was gewünscht, dass hier oben noch ein bisschen was voller ist. Vielleicht auch hier, dass man hier noch ein bisschen mehr was hat. Es wäre auf jeden Fall ziemlich nice, wenn sie Risky Wheels dann vielleicht irgendwie nochmal zurückbringen würden, weil das war echt eine ziemlich coole City. Ja, dafür ist jetzt auf jeden Fall erstmal so eine riesige freie Fläche da. Also bisher kann man da noch nicht viel machen. Hier das Ganze einsenden könnt ihr es eigentlich relativ einfach. Ihr müsst einfach nur in den Kreativmodus gehen. Das gibt ja aktuell nur mit dem Battle Pass. Nächste Woche ist es dann auch für alle zugänglich. Solange können es halt erstmal nur die Leute machen, die den Battle Pass haben. Dort könnt ihr dann eure eigene Stadt oder Häuser oder Landschaft bauen, was immer ihr wollt. Das könnt ihr dann quasi ja auf eine 25x25 Block Fläche bauen und davon dann einfach ein Foto machen und das auf Twitter einsenden. Mit dem Hashtag Blockparty oder auch auf Instagram, ich glaube halt alle Social Media Plattformen werden das sicherlich gehen, kann man das quasi dann einsenden, und Fortnite schaut sich das Ganze an und ja, sagt dann quasi Bescheid, sobald ihnen was gefällt. Und da könnte es schon sein, dass bald euer Bauwerk hier einfach in Fortnite steht. Das wäre so krank, ey, wenn man das wirklich schafft, dass sein eigenes Bauwerk auf die originale Fortnite-Map gepackt wird. Das wäre sowas von krass. Ich finde die Idee mega, mega geil. Und ihr müsst dabei halt nur ein paar kleine Sachen beachten. Zum Beispiel muss das Ganze auf einem 25x25 Feld gebaut werden. Dann darf der Speicher, glaube ich, nur 50.000 belegt sein. Ich kann euch den Thread dazu, den Post von Epic Games auch gerne nochmal in die Beschreibung packen, dass ihr euch das auch anschauen könnt. Außerdem soll man noch keine Fahrzeugspawns und keine Truhen setzen. Das wird Fortnite dann selber machen, wenn sie das halt auf die Map hier einbauen. Ich frage mich auch, ob dann die Fläche dann wegkommen würde. Also, ob sie die Fläche dann rausnehmen und nur den Ort dann hinpacken, oder ob die Fläche so bleiben wird. Das werden wir auf jeden Fall sehen, und ja, wie ihr seht schon, das Ganze heißt The Block, und ja, ich finde es auf jeden Fall eine mega geile Idee. Schreibt mir gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare, wie ihr The Block findet. Ein bisschen schade finde ich es halt, dass Risky dafür weg ist. Hoffentlich werden die das halt dann irgendwie nochmal in einer anderen Art und Weise auf die Map bringen, und ja, deswegen schreibt auch gerne mal ein RIP Risky Wheels in die Kommentare, wenn ihr das genauso seht. Und jo, das war eigentlich schon alles zu diesem kleinen Update-Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir natürlich gerne
einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, falls ihr neu seid und in Zukunft keine Fortnite-News mehr verpassen wollt, einfach gerne ein Abo da lassen. Nachher wird auch noch ein weiteres Video online kommen, also schaut auch gerne dann nachher nochmal vorbei. Und bis dahin, macht's auf jeden Fall gut, habt alle noch einen entspannten Tag und haut rein. Tschüss!